Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge vom American Truck Simulator. So, und wir legen schon gleich wieder los. Guck mal, was wir fahren. Oh, was ganz Neues. Wieder ein Langanhänger. Und ich habe was vergessen. Entschuldigung. Ich werde das wieder so machen. Das ist angenehmer. Nicht hängen bleiben? Ja, ja. So, dann nicht hängen geblieben, sehr gut. Alle Knorke soweit. Ja, wir fahren mal wieder was. Wow, das hatten wir ja ewig nicht. Ethan. Fahren wir. Nach. Keine Ahnung, wohin. Deiner. Du, das ist jetzt doof, weil da komme ich nicht rum. Tut mir leid. So, da kannst du auch runterschalten, weitergehen. No parking, anytime. So. Ach, das Schild, wo da steht. Ich meine, irgendwie hat jedes Schild seine Berechtigung, wa? Und dann meine ich wirklich jedes Schild. Nicht nur im Straßenverkehr. Wirklich jedes. Auf die merkwürdigsten Art und Weisen. Wir tanken mal. Ich mach mal einen Tank voll, bevor wir hier losdüsen. Ach, der Tank ist voll. Gut. Ich mach den Tank nicht voll. Weil der ist schon voll. Wir wollen hier übrigens wieder diesen komischen Kennwurf. Da oben fliegt ein riesiger. Eine riesige. Dings. Ich komme nicht auf den Namen. Ein Personenflugzeug-Ding. Also weiß ich schon. Keine Ahnung. So weit in die Richtung. Ja, alter Fahr, da komme ich nicht rum, Junge. Blöd fühlen. Da komme ich doch nicht vorbei. Wobei, könnte sogar klappen. Idioten. Geht gut los. So, einmal hier rüber. Einmal runterschalten, einmal Gas. Ne, da kommt gerade. Stoff da. Wir haben zwar eigentlich nur 30 Meilen gerade, aber was soll's. Rüber. Ich will aus der Stadt raus. Ich will wieder auf meine Autobahn, wo wir 80 Meilen die Stunde dürfen. Warum? Warum ich das wohl möchte? Ich weiß es nicht. Guck mal, da oben läuft sogar jemand. Interessant, ne? No parking anytime. Das wissen wir ja schon. Das machen wir ja auch nicht und es wird natürlich. Schöner Anhänger, schöner LKW. Muss man zugeben. So, Freunde. Jetzt dürfen wir wieder. Jetzt kann man wieder Gas geben, da. Was kann man diese Folge quatschen, sag mal. Hör mal, schlammer was vor da. Sag mal an, was man quatschen kann. Okay, da vorne wird es grün, das ist schön. Eine Telefonzelle, ein Hydrant, ein Kreuzungsschild, ein sehr schönes. Ja, komm, Karre, gib Gas. Ich würde gern drüben sein, bevor es wieder gelb wird. Gott. Ja, natürlich wird es wieder rot. Natürlich. Ach, guck mal, jetzt ist grün. Fahrt, es ist grün. Wir sollten am besten sofort, wenn es grün wird, einen Burnout hinlegen. Dann in 360.
Und dann noch ein J-Turn, ja. Und das bitte so schnell, dass ich nicht abbremsen muss, weil ich Angst habe, die zu rammen. Also muss ich mal ein bisschen da ranhalten, ne? Ja, ich hab die aber da vorne. Wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. So, wenn es jetzt rot wird, ist mir egal. Denn der Typ vor mir will geradeaus und hat ein Problem. Wollte er sogar. Das heißt, wir hätten ein Problem gehabt. Wenn ich den Bordstein mitnehmen, wir haben den Bordstein. Erinnert mich auch an irgendein Spiel. Ich weiß gar nicht, an welches. Ich könnte mich auch an den Endspiel von Assassin's Creed 3 erinnern. Ich bin mir sicher. Würde auch in den Endspiel von Assassin's Creed 3 passen. Ich meine ja nur. Also, nö, ich wollte es ja nur mal. Oh, wir haben grün. Entschuldigung, ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Ich vergesse immer runterzuschalten. Das ist mein. Ja. Drive, ey. Okay. Achso, ja. Erst hochschalten, dann runterschalten vergessen. Das mit dem Schalten. Jetzt werde ich in diesen Let's Plays nicht hinkriegen. Niemals. Das wird nichts. Wir werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen den American Truck begleiten. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Junge. Begleiten mitverfolgen ist euch das bessere Wort für die Sache. Weil da kommt ja jetzt noch so viel, wenn wir dann vielleicht mal wieder nach Europa rübergehen. Kann ich ja trotzdem mal gucken. Es gab übrigens auch den Eurotruck ein Update mittlerweile. Ich weiß aber nicht, was es da als Update gab. Keine Ahnung. Auch wenn es wohl irgendwie jetzt für ein paar Firmen mehr noch Anhänger geben kann oder sowas. Oder der Schreine ist ganz nett. Ach ja, road again. Take me to places where I've never been. Ich weiß nicht. Du bist der OPS unterwegs, ich? So. Du meinst da nicht so, ne? Kommt da jemand? Nee. Okay, was steht da? 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 Keine Ahnung, was da steht. Keine Ahnung, was das Schild heißt. Aber es wird Dinge aussagen. Ich. Hey, guck mal, das ist die 3 Endspiel. Schön, nicht? Die alten Kamellen wieder ausgegraben, weil. Mehrfachnutzung und so, ne? Weil wir sind ja hip jetzt für Recycling. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich rede. Ich will meinen ersten eigenen LKW haben. Davon wollen wir ja nicht. Ah, was ist los? Was ist los? Ach, guck mal, hier ist wieder so ein Auto. Ach, hier ist wieder so ein Autobahnkreuz. Ja, ja, alles klar. Wo war ich jetzt? Ach ja, erst einen eigenen LKW. Ich will einen LKW haben. Das war ein eigener. Vielleicht werden dann das doch irgendwie jetzt plötzlich voll gemerkt, Truck Simulator. Von anfänglich zu den geplanten. Ja. Weil Hermann Opels gleich wieder größenwahnsinnig wird und auch hier gleich wieder eine Firma aufmacht. Weißt du? In Europa zwei so Luschi-Fahrer, die irgendwie kein Geld einfahren, aber gleich in die USA expandieren wollen. Ach, halt die Schnauze. Aber gleich in die USA expandieren wollen, weißt du? Naja, das ist mir so ein Hallo-Dri, du. Das ist mir so ein Hallo-Dri. 52 Meilen die Stunde? Nein, ich will 55 Meilen die Stunde, weil wir hier 55 Meilen die Stunde fahren dürfen, Kumpel. Wenn schon. Jetzt kommen 55. 55? Sag mal,
55. So, tanken müssen wir nicht. Nö, gut aus. Liegen müssen wir auch nicht. Jetzt. Na bitte. Na bitte. Trommelwirbel. Fragt bitte nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war was im Möhrensalat, den ich hatte. Boah, der ist geil. Ich meine ja nur. Oder es war was in den Chips, die ich bis eben noch gefordert habe, vor der Aufnahme. Weil ich Hunger hatte. Das ist geil, wenn man hat Hunger und es sind viele Chips. Ich weiß, aber was soll's. Salz- und Essigchips. Traumhaft. Richtig geil. Habe ich aus Dummdudelei mal eingepackt, wollte ich gar nicht. Hab gedacht mir, ach weißt du, jetzt sind sie da, kannst du mal probieren. Also die sind geil. Guck mal. Doppelt lecker. Schön. Warum kann man sich hier nicht, wenn man eine richtig fette Firma aufgebaut hat, so ein Flugzeug kaufen, so Privatjet und Privatlimousine und sowas? Und fette Villa am Strand und alles? Das wäre doch mal was. Wie gesagt, das wäre halt mega geil, wenn man auch mal einfach aussteigen könnte aus dem LKW und einfach mal rumlaufen könnte. Würde ich so feiern einfach. Weil, aus Gründen. Gut, wahrscheinlich würde ich dann als erste Aktion mal spaßeshalber vor ein Auto springen. Einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert. Aber, ja. Wahrscheinlich wird genau aus diesem Grund niemals diese Funktion kommen, dass man aus dem LKW aussteigen kann. Genau deswegen. Ein Güterbahnhof. Und keine Loks. Also, doch da. Guck mal, hier. Bienen ist einfach wieder angekuschelt. Schön. Ich mag die. Ich mag die Güterzugloks von BNSF. Oder Amtrak. Der Acela 9. Ist er so? Ja, ich glaube, SLA 9. Geil. Mega geil. Oder auch halt der Big Boy, ne? Das wäre geil, wenn der mal hier, wenn der hier irgendwo langfahren würde. Aber so als Easter Egg oder so. Das wäre super. Und die Sonne blendet gerade schön. Kommt gut. Ich war ja heute auch nicht beim Augenarzt und habe irgendwie dreimal in so grelles Licht reingucken müssen, wo ich eh schon so nicht empfindlich bin, aber Mama. Ich muss schon sagen, es ist echt unangenehm. Echt super lichtempfindlich geworden. Aber was soll's. Wozu gibt's Sonnenbrillen mit Sehstärke? So eine richtig klischeehafte Pilotensonnenbrille, weißt du? Kennt ihr das aus den schlechten Filmen? So ein Düsenflieger oder sowas, ne? So, der Pilot davon macht irgendwie ein waghalsiges Manöver, rettet damit irgendwie die ganze Welt. Dann geht so die Luke auf, der sitzt so da mit so einer verspiegelten Pilotensonnenbrille und guckt so seitlich so in die Kamera und irgendeine Frau kommt angerannt und springt in die Kabine rein und dann knutschen die und weißt du, so richtig schlechter Film eigentlich. Genau so eine Sonnenbrille ist das. Nur nicht so verspiegelt. Ich wusste, dass man da so ein Blinklicht drauf hat, ne, auf den hässlichen Anhänger. Menno. Ja, genau so eine Sonnenbrille wird es sein. Also ist es nicht, sondern wird es sein, weil die kommt erst irgendwie am, keine Ahnung, 2-3 Wochen oder so, ich weiß es nicht. Und nein, davon werde ich, nein, ich werde mich nicht mit dieser Sonnenbrille fotografieren. So. Das nächste Foto kommt dann, wenn gewisse Einkäufe getätigt habe. Was nicht heißt, dass ich mir Make-up kaufe, sondern ich, weiß ich schon. Ich bin der Meinung, zu dem Helm, den ich jetzt hier schon habe, würde eine Gasmaske gut passen. Also nicht so eine, man nennt solche Dinge auch gerne Gummi, Geschlechtsorgan von Damen, ne, also weiß ich schon.
nicht so was, sondern eher so. Ja, etwas moderner quasi, sag ich mal. So, einmal hier rein. Also, weiß ich schon. So, naja. Weiß ich schon. Wo willst du denn hin an das Ding? Rückwärts, vorwärts. Ja, komm, scheiß drauf. Ich denke eh wieder noch eine Fahrt dran wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher. Andererseits könnte ich es auch einfach mal damit belassen. Das kann ich ja machen. Hey, was für Geld, ey. Ja, weil ich mit den Videos Geld verdiene. Zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls. Und weil mir das auch was bringt. Weil ich dadurch statt 1 Million 3 Millionen mache. Am Tag, ich bin ja Multimillionär. Ich krieg ja, wenn ich erwähne, dass ich Monster Energy trinke, krieg ich ja 3 Quadrillionen Euro. Als wegen Product Placement und so. Also, das ist ja, ne? Ich wohne auch heimlich, in einer Bergvilla im Himalaya. Im Mount Everest. Mit Zugang zu einem privaten U-Boot. Da habe ich mir noch extra einen Fluss anlegen lassen. Zum Meer hin. Vom Mount Everest aus. Ich hatte in Wahrheit einen Computer mit 16 GHz Leistung. 128 Prozessoren da drin. 16 Grafikkarten, also Titan X natürlich. Ich bin aber dran aufzurüsten zur 1080er, ja. Und also 5 GB RAM, also ne? Weil ich ja so reich bin. Ja. So. 108.000 haben wir. Der LKW wird ein bisschen teurer und wir brauchen noch Level 9. Wollte ich schon mal angemerkt haben. Und dann würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.